tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch meinen Amphira vor. Amphira ist die Weiterentwicklung von Molunk und hat wie dieses einen Giftfeuertyp und hat somit eine Doppelschwäche gegen Boden, eine Schwäche gegen Gestein, Wasser und Psycho, eine Resistenz gegen Feuer, Eis, Kampf, Gift und Stahl sowie eine Doppelresistenz gegen Pflanze, Käfer und Fee. Amphiras Basiswert ist in dem Großen und Ganzen zwar nicht hoch, dafür aber gut verteilt. Mit 117 Initiative ist es im Gegensatz zu den meisten Pokémon der 7. Generation ziemlich schnell. Dazu hat es einen relativ starken Spezialangriffswert. Der Rest ihrer Werte sind jedoch leider nicht mal erwähnenswert, was zur Folge hat, dass Amphira eine Glaskanone ist. Die EV verteilt man hier in die einzigen guten Werte und ein scheues Wesen wird genutzt, weil Amphira es nicht so toll findet, wenn ihr Gegner schneller ist als sie. Als Fähigkeit nimmt man Korrosion. Diese bewirkt, dass Amphira sogar Stahl- und Gift-Pokémon vergiften kann. Dies wirkt allerdings nicht bei Pokémon, die als Fähigkeit Immunität haben. Amphiras Moveset ist relativ straightforward. Schlammwoge und Flammenwurf sind die beiden Step-Attacken. Drachenpuls ist die einzige verfügbare Coverage-Attacke neben Kraftreserve. Solltet ihr Kraftreserve spielen wollen, so empfehle ich eine Pflanzenreserve. Toxin ist zum Schluss noch im Set, damit man einen Nutzen von Amphiras Fähigkeit hat. Die Primärziele für Amphiras Toxin sind hauptsächlich defensive Gift-Pokémon wie Agrostella. Defensive Stahl-Pokémon kriegt man meistens auch mit Amphiras Flammenwurf klein. Wenn ihr Toxin hier nicht so nützlich findet, könnt ihr stattdessen einen Ränkeschmied spielen, um Amphiras Spezialangriff zu boosten. In diesem Fall solltet ihr jedoch auf jeden Fall einen Fokusgurt auf Amphira spielen. Ansonsten eignet sich auch ein Lebenorb oder ein Z-Kristall, um einfach mehr Schaden zu drücken. Im Kampf solltet ihr dafür sorgen, dass Amphira nach Möglichkeit keinen Schaden nimmt. Ein gut ausbalanciertes Team für Amphira ist die beste Umgebung. Speziell gute Teampartner für Amphira zu finden ist schwierig, da seine Defensivwerte schwach genug sind, um sich auch von stärkeren neutral treffenden Step-Attacken one-hitten zu lassen. Das war's von meinem Amphira und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.